Eins, zwei, drei Tipps zur Rettungsdecke. Was kannst du mit Rettungsdecken anfangen? Welche Möglichkeiten gibt es hier, die du vielleicht nicht kennst? Nämlich nicht nur zudecken. Viel, viel mehr gibt es da. Und wenn du die wissen willst, diese drei Tipps, dann würde ich sagen, bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem minus 7 Grad kalten Buschkraftareal auf Aldolab.at. Wir wollen über Rettungsdecken sprechen und ich mag dir ein paar Tipps mitgeben, was du damit alles tun kannst. Das mit dem Einwickeln und Wärmeerhalt und so weiter, das bringe ich nicht, denn das ist langweilig. Aber eine Sache muss klar sein. Das Ding, ich habe hier übrigens billige Eigenwerbung, ich gebe da unten den Link in meinen Shop, eine extra starke Rettungsdecke. Rettungsdecken sind wasser- und winddicht. Und das bedeutet, wenn ich etwas habe, das winddicht ist und wasserdicht, dass ich darin auch Wasser transportieren kann, beziehungsweise, dass ich das als Notfallbehälter benutzen kann. Glaubst nicht? Ist aber so. Also jetzt, besonders im Winter, haben wir ja immer wieder das Thema, dass wir Eis oder Schnee, besser Eis, aber wenn es denn das nicht gibt, dann eben Schnee, schmelzen wollen. So, wenn ihr einen Behälter mit habt, das heißt einen Edelstahlbehälter, dann ist sowieso alles cool. Dann bin ich sowieso der absolute Held. Wenn nicht, und ich habe meine Rettungsdecke mit dabei, kann ich hier etwas improvisieren. Übrigens, bei der Rettungsdecke ist es so, die ist halbwegs reißfest, besonders das extra starke Modell, das ich dir hier jetzt zeige. Das heißt, damit kann man auch was transportieren, dazu aber später. Nur wenn die mal irgendwo einen Punkt hat, wenn man irgendwo ein Loch reingerissen hat, dann reißt sie relativ leicht ein, besonders die leichten Rettungsdecken. Die extra schwere hier hält auch ein bisschen mehr aus, aber nichtsdestotrotz, so stabil ist sie dann auch wieder nicht. Aber ist ja wurscht, wir werden das dann nachher alles gleich testen und uns anschauen. So. Jetzt schneidest du dir so ein kleines Stückchen raus oder reißt es dir raus oder beißt es dir raus, wenn du kein Irbis oder Reini Rossmann Bushcraft Biber mit dabei hast oder ein anderes Messer, geht auch ein Victorinox, aber egal. Hast jetzt dieses kleine Teilchen hier und kannst jetzt da was reinpacken. Mir ist bewusst, dass Schnee nicht ideal ist, dass Eis viel, 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 viel besser ist. Warum? Weil er höhere Dichte hat, mehr Wasser gespeichert ist. Aber wenn es kein Eis gibt, dann ist auch dieser Grießschnee, den ich hier jetzt aktuell habe, eine Möglichkeit. Also, einerseits kannst du das jetzt hier einwickeln, ja, und vielleicht, wenn du ein Schnürchen mit dabei hast, einschnüren, oder du bindest es selbst zu, dann musst du halt etwas größere Stücke rausschneiden und hast jetzt hier eingewickelt Schnee. Das kannst du neben dem Lagerfeuer, wenn du eines hast, hinlegen. Dann schmilzt der Schnee, du hast das Wasser hier drinnen und trinkst hier raus. Mache bei den Wintertrainings sehr, sehr gerne. Oder wenn du jetzt nichts zur Verfügung hast, wenn du keine Wärmequelle hast, weil Feuermache irgendwie schwierig ist, dann gibt es noch was. Und zwar das hier. Ja, echt, jetzt, ich zieh mich nicht aus. Damit einbauen. Und über deine Körperwärme trocknen. Trocknen. Dummkopf, nicht trocknen, schmelzen natürlich. Und dann hast du hier, aber eines kann ich dir gleich sagen. Erstens, saukalt, du verlierst da wirklich Energie. Und das muss richtig schön dicht sein, das muss richtig schön eingewickelt sein. Denn sonst hast du Schneeschweiß innerhalb von deinem Körper. Aber das ist eine Möglichkeit, um Wasser zu transportieren, um es zu speichern, um zum Beispiel Schnee oder Eis zu schmelzen und dann auch gleich einen kleinen Behälter zu haben. Man kann auch Wasser abkochen in dem Teil, ja, das möchte ich auch noch hinzufügen, aber jetzt ganz vergessen, man kann Wasser abkochen, machen wir auch bei den Survival Trainings, die wir hier veranstalten, auch sehr, sehr gerne. Wasser abkochen geht auch da drin, ist unglaublich, aber wirklich, wirklich wahr. Auch beim Wasserkurs haben wir das gemacht, nämlich es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Beim Survival Basic Kurs zeige ich, wie man mit heißen Steinen das macht, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, um das richtig als Kochtopf zu benutzen, ohne dass man heiße Steine reinwirft, also glühende Steine reinwirft, aber das ist beim Wasserkurs dabei. Aber ich schwafle, jetzt gehen wir zu Tipp Nummer 2. Nämlich Rettungsdecken, habe ich vorher schon erwähnt, sind eigentlich reißfest, besonders diese extra starke hier. Das bedeutet, du kannst jetzt, das ist jetzt dieses Teil, was ich verwendet habe, um diesen Wasserbehälter zu machen, das kannst du auch als Schnurersatz benutzen. Und wenn du nicht glaubst, dass das reißfest ist, wir machen auch bei den Survival Trainings immer ein kleines Spielchen. Und zwar, ich suche mir den stärksten Mann raus. Und wenn nur Frauen sind, was wir auch haben, wir haben manchmal nur Frauentrainings, dann müssen halt zwei gegen mich antreten. Nicht, weil ich so stark wäre, sondern weil ich so schwer bin. Auf jeden Fall, wir machen Tauziehen.
und du, es ist unmöglich, diese Decke zu zerreißen. Ja klar, wenn ich sie mal punktiert habe, dann wird sie an dieser Stelle reißen, aber das ist absolut irre. Das bedeutet, das ist ein Schnurersatz, in welcher Stärke auch immer. Wenn du die jetzt komplett aufmachst, dann hast du eine richtig schöne lange Schnur, die du benutzen kannst. Das hat mehrere Funktionen, mehrere Möglichkeiten, aber dazu komme ich dann nachher gleich. Das heißt, die ist relativ reißfest und das kannst du im Großen wie auch im Kleinen machen. Wir haben zum Beispiel mit diesem Kleinen hier, das ist nur improvisiert gewesen, da ist einem Teilnehmer die Sohle abgerissen und da hatte ich kein Ducktape mit dabei. Wenn wir Ducktape haben, ist das sowieso klar, dann ist sowieso alles super. Das ist das Panzerband, gibt es auch bei mir im Shop und überall sonst auch. Einfach die Sohle draufwickeln. Das ging nicht. Jetzt haben wir aus Rettungsdecken Schlaufen rausgeschnitten und haben das angemacht. Dass das nur sehr improvisiert ist und dass das immer wieder verrutscht und unangenehm ist, das ist klar. Aber es ist besser, als die Sohle in der Hand zu halten und zu gehen. Wirklich. Egal. Also Schnur in unterschiedlichsten Bereichen. Auch zum Feuerbohren, aber da musst du extrem schnell sein, da muss alles schön zusammenpassen, denn durch die Reibung, die entsteht auf der Spindel, fängt das relativ rasch ins Schmelzen an. Und dann wird das unangenehm und reißt. Also das ist das Problem. Also Hitze auf Dauer verträgt es nicht. Gut, aber jetzt kannst du sagen, ist super, wenn du eine Schnur improvisieren kannst. Das bedeutet nämlich, wenn ich eine Schnur improvisieren kann, kann ich damit einerseits einen Rettungsring für einen schnellen Transport, aber ist eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck, sondern um jemanden aus einem Gefahrenbereich rauszukriegen in einer ersten Hilfesituation. Das heißt, ich mache mir da jetzt einen Ring und auf diesen Ring setzen wir den Patienten, ja, den Menschen drauf, darf aber nicht bewusstlos sein, weil sonst hängt er so da, das schafft er dann nicht. Der muss sich noch anhalten können und dann transportiert man damit. Geht sehr, 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 sehr gut, haben wir schon mehrfach getestet, aber das geht nur, da geht es jetzt nicht Transport, also das ist jetzt nicht, ich transportiere den 5 Kilometer, ja, nein, um den zum Beispiel aus einem Bereich ein bisschen raus zu transportieren, ein paar hundert Meter. Ja, weiter wird es einfach extrem unangenehm. Aber das geht auch größer. Das bedeutet, du kannst jetzt einen großen Rettungsring machen, in den sich die Person reinsetzen kann. Das heißt, du machst die dazugehörige Decke auf und da kann ich dir, das muss man jetzt einmal so sagen, diese extra starke, die ist deutlich stärker. Das merkt man auch. Ja? Ist dadurch aber auch schwerer und hat mehr Volumen als die klassische Standardrettungsdecke. Und das bedeutet halt, dass du die unterkriegen musst. Wenn du aber sagst, es könnte auch sein, dass ich jemanden oder etwas transportieren muss, will mit dieser Decke, dann ist das eine Möglichkeit. Das bedeutet, du machst die komplett auf, ja? Machst da auf dieser einen Seite einen Knoten rein. Ich hoffe, dass ich den jetzt richtig gemacht habe. Ich und Knoten. Mein Gehirn funktioniert nicht in Knoten. Nein, auf jeden Fall. Und wickel dir das hier ein oder du drehst es auch noch extra rein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann hast du hier einen Rettungsring, in den du die Person reinsetzt. Auch das geht. Beziehungsweise, was man auch noch tun kann, ist für wirkliche Erste-Hilfe-Situationen etwas fixieren zum Beispiel. Oder auch als Druckverband auf die Schnelle, wenn ich sonst nichts habe, um da jetzt zuzumachen, dann geht auch das natürlich dementsprechend breit. Übrigens, da bin ich kein Experte drin, aber ich kenne einen Experten und zwar den Dr. Thomas Girgis, meinen Notarzt des Vertrauens. Wir haben einen eigenen Online-Kurs gemacht zu Outdoor Survival Erste Hilfe. Gebe ich da unten den Link, ist ein eigener Online-Kurs. Da bespricht er das, was wichtig ist bei einem Druckverband und warum man nicht abbindet und wenn man doch abbindet, warum man es doch tut, aber wie auch immer. Das heißt, das ist ein Erste-Hilfe-Tool und man kann auch darin Gegenstände transportieren. Wir haben zum Beispiel das eingewickelt in den guten alten Schmäh, den wir vom Bundesheer oder vom Militär kennen, eine Decke überlappen und dann mit Stöcken tragen. Schau auf meine Webseite, gebe da unten den Link, dort sind einige Fotos, wie wir genau diese extra starke im Übrigen dafür einsetzen, um Wasser zu transportieren, um Kanister zu transportieren, Personen zu transportieren. Also Tipp Nummer 2, das Ding ist wirklich reißfest. Sehr, 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 sehr stabil, besonders die extra starke Ausführung. Ja, das heißt, da kannst du auch vieles draus machen, nämlich Schnur und Transportmöglichkeiten. Tipp Nummer 3. Pass auf, das kannst du jetzt glauben oder nicht, aber die ist durchsichtig. Du glaubst es nicht? Okay. Das musst du mir jetzt glauben, weil das kann ich da nicht beweisen. Bei meinen Trainings gehe ich immer her und sage, pass auf, ihr glaubt zwar das nicht, kein Problem. Und setze mir das auf und gehe zu jemandem hin und sage, zeig mir mal einen Finger.
Und wenn der dann den hier zeigt, sage ich, hey, du Böser. Wenn er mir einen Daumen zeigt, sage ich, ein Daumen ist kein Finger. Nein, ist durchsichtig. Ist durchsichtig, tatsächlich. Und das bedeutet, auch die goldene, natürlich, bedeutet, du kannst daraus eine Schneebrille improvisieren. Dass das nicht cool ist und dass du deinen eigenen Atem einatmest und so weiter, dass das alles nicht cool ist, ist immer klar. Aber es ist besser, als auf einer kompletten Schneefläche, die von der Sonne noch bestrahlt wird, durchzugehen. Nach einiger Zeit ist aus, du siehst nichts mehr. Mit dem hier bist du gut bedient, funktioniert großartig. Geh gleich, hol dir deine Rettungsdecke, die du hast, kauf dir noch ein paar. Ich gebe da unten einen Link, entweder auf Amazon oder bei mir oder wo auch immer, und teste das, probier das aus. Das, nur das Video zu sehen, ist schön, aber das reicht nicht. Du musst das wirklich ausprobieren und testen und dann schaust du mal durch und dann wirst du sehen, oh, das funktioniert. Und ein Punkt dabei, ich habe mit jemandem von der Tiroler Bergrettung gesprochen, der dort aktiv ist, und der hat mir erzählt, dass die in Zusammenhang mit irgendeiner Universität, ich habe das alles vergessen, ist auch egal, das auch wirklich überprüft haben, ob das UV abhält. Und natürlich ist das nicht mit einer Gletscherbrille vergleichbar, aber ziemlich gut. Das hält wirklich UV-Strahlung ab, das bedeutet, der Sonnenbrand, Schneeblindheit in deinen Augen kriegst du mit fix in den Griff. Ach, ich könnte jetzt noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen erzählen, denn da gibt es ganz vieles zum Signalisieren, zur Orientierung, eben zum Wärmeerhalt, sogar zum Feuermachen gibt es dabei Tipps und Tricks. Das Ding ist wirklich ein Multitool, das man einfach dabei haben sollte, aber ich wollte jetzt einfach einmal drei Tipps, die vielleicht nicht so klar sind, was die Rettungsdecke betrifft, mit dir teilen. Übrigens! Billige Eigenwerbung. Wenn dich Tipps, Survival-Tipps interessieren, dann kann ich da mein Buch an die Hand legen. Da sind 600 Survival-Tipps zum Überleben in der Natur drin. Vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, das du vielleicht nur nicht kennst. Das war's jetzt. Wenn du noch weitere Tipps hast, Tipps und Tricks zum Thema Rettungsdecke, dann schreib sie bitte gerne als Kommentar. Nämlich einfach so, was man auch damit tun kann, was du damit schon gemacht hast und was auch als Improvisationsmöglichkeit bei Rettungsdecken der Fall ist. Denn wir lernen ja alle voneinander und das ist großartig. Da mag ich mich jetzt schon bedanken. Also schreib mir gerne einen Kommentar. Daumen nach oben. Oder nach unten, wenn du magst. Abo da lassen. Zu mir geht's in den Shop, zur Rettungsdecke, zu meinem Messer, zu meinen Büchern und sowieso. Und überhaupt, es hat mich gefreut. Dein René Rossmann. Beste Grüße aus dem bald sonnigen Buschkraftareal auf Val d'Oulopatie. Und ciao, ciao.